könnte sein, dass die USA in der letzten Woche den Bogen gegenüber China ein bisschen überspannt haben. Lassen wir uns mal überraschen. Willkommen zur Vorschau auf die neue Woche. Neue Zölle gab es ja oft, Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar, die jetzt am Montag in Kraft treten. Das hat der Markt noch relativ entspannt gesehen, weil es wurden nur Zölle von in Höhe von 10% beschlossen und erst ab Januar 25%. Dazu kam, dass der Markt ja damit rechnet, dass es weitere Verhandlungen zwischen den USA und China gibt. China antwortete mit Zöllen auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar, hat vor allem wohl damit zu tun, dass China sein Pulver fast verschossen hat, denn die USA liefern ja nicht so viel. Nicht wahr? Ist das schön für die USA? Naja, im Handelskrieg vielleicht schon, denn die USA haben immer noch was im Köcher, China nun so gut wie nicht mehr. Aber die Regierung von Donald Trump wütet inzwischen noch ein bisschen weiter, hat dann noch ein paar andere Ideen, wie man China am besten den Krieg erklärt, könnte man fast sagen. Man braucht heute zur Kriegsführung offenbar keine Waffen mehr, das macht man ganz anders. Zum Beispiel auch mit Sanktionen gegen die chinesische Beschaffungsbehörde des Verteidigungsministeriums. Die haben sich nämlich erdreistet, Raketensysteme und Kampfflugzeuge aus Russland zu kaufen. Das geht nach Ansicht der USA offenbar überhaupt nicht. Und man sanktioniert also nun diese Behörde. Und China hat im Gegenzug die Handelsgespräche abgesagt. Ob das jetzt, sag ich mal, das ist, was die USA unbedingt wollten, keine Ahnung. Ob das für die Weltwirtschaft gut ist, ich glaube eher ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, warum soll China keine russischen Waffen kaufen? Es steht ja nirgends geschrieben, dass man nur Waffen aus den USA kaufen darf, nicht wahr? Ja, die US-Konjunktur selber brummt aber nach wie vor mächtig und deswegen haben wir eben in der letzten Woche auch im Dow Jones und auch im S&P 500 neue Allzeithochs gesehen. Ob das Ganze so weitergeht, das ist eben die spannende Frage, die schwer ist zu beantworten. Man wird ganz einfach schauen müssen, wie der Markt dann am Ende tatsächlich reagiert, zumal auch in China ja die Auswirkungen des Handelskrieges bisher zumindest mal nicht deutlich zu sehen sind. Man darf allerdings vermuten, wenn man zumindest den Ökonomen glaubt, die sich damit beschäftigen, den Volkswirten, es wird nicht so bleiben. Man wird das Ganze spüren und zwar nicht nur in China und den USA. Die Technologieaktien haben in der letzten Woche eine erstaunliche Schwäche gezeigt. Der TechDAX, werden wir nachher sehen, war der schwächste Aktienindex überhaupt. Und in den Schwellenländern, da haben sich die Währungen ein bisschen stabilisiert. Die Konjunkturdaten haben allerdings gezeigt, dass die Krise trotzdem nicht vorbei ist. Also dort wird man weiterhin ein Auge drauf werfen müssen. In der nächsten Woche im Fokus natürlich die Zinsentscheidung der Fed. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Zinsen um 0,25% steigen und dass die Fed keinen Zweifel daran lässt, dass es auch weitere Zinserhöhungen geben würden. Und am Wochenende kam dann auch Großbritannien um die Ecke, eigentlich schon am Freitag, dass Theresa May eigentlich die Bevölkerung doch darauf vorbereitete, dass es keinen Brexit-Deal mit der EU geben wird. Und am heutigen Tag, am Sonntag, während ich die Sendung aufzeichne, kam dann noch die Sunday Times und die will wissen, dass Theresa May die Machbarkeit von Neuwahlen im November prüfen lässt. Also da wird es weiterhin ziemlich aufregend sein. Schauen wir mal, was das dann in der nächsten Woche auch für den britischen Markt, aber vielleicht auch für den europäischen Markt bedeuten könnte. Das sind die Daten der letzten Woche. Verbraucherpreisindex Eurozone. Ja, das war jetzt nicht wirklich spannend, weil es war die zweite Lesung. Was aber interessant ist, ist, dass der Verbraucherpreisindex in der Eurozone eben bei 2% liegt. Das ist jetzt nicht Kritik gegen die EZB, weil der Kernverbraucherpreisindex ist ja noch viel niedriger. Aber wir haben letzte Woche, wer sich das Video nochmal anschaut, gesehen, dass die Löhne im letzten Jahr in der Eurozone nur um 1,9% gestiegen sind. Das bedeutet also, dass der gemeine Arbeitnehmer zurzeit wieder mal derjenige ist, der die ganze Zeche von den ganzen Krisen und die Finanzkrise ist, glaube ich, immer noch nicht so wirklich eigentlich bewältigt oder steht schon wieder vor der Tür. Wir werden es erleben. Also auf alle Fälle ist das der Dumme, der wieder zahlen darf.
Die Gewinne sprudeln übrigens ja so stark wie nie bei den Konzernen, weshalb es noch unverständlicher ist, dass daran die Belegschaft nicht so richtig mitverdienen soll. Das ist übrigens ein Punkt, der der Konjunktur mal auf die Füße fallen kann, denn ja, der Arbeitnehmer oder also die Mehrheit, die Mitte der Gesellschaft, wie es immer so schön heißt, kann natürlich immer nur das Geld ausgeben, das es zur Verfügung hat, und das ist nach wie vor nicht ganz so viel, nicht wahr? Die Einkaufsmanager-Indizes, ja, in Deutschland, in der Eurozone, das verarbeitende Gewerbe doch mit etwas getrübterer Stimmung, könnte mit den Handelskonflikten zu tun haben. In den USA gemischt, NY Empire State Herstellungsindex unter den Erwartungen, dafür der Philly Fed Herstellungsindex ziemlich gut. In den USA die Einkaufsmanager-Indizes genau andersrum, das verarbeitende Gewerbe besser. Das hat sicherlich mit dem Optimismus zu tun, den die ganze Trumpsche Wirtschaftspolitik so bringt. Ob das Ganze berechtigt ist, werden wir in ein paar Monaten sicherlich sehen. Die Dienstleistungen schwach, das ist sogar sehr schwach, 52,9. Das ist wiederum ziemlich schlecht für die USA, denn im Dienstleistungswesen sind die meisten Jobs in den USA zu finden, auch wenn sie schlecht bezahlt sind. Aber wenn es kaum noch Wachstum gibt, dann ja, könnte das auch durchaus ja, krisenhaft werden. Schauen wir ganz einfach mal. In Großbritannien Verbraucherpreisindex deutlich gestiegen, 2,7%. Auch der Kern-VPI über 2% inzwischen. Da hat das britische Pfund zwischenzeitlich mal kurz angehoben. Das dann aber später wieder aufgrund der News vom Gipfel in Salzburg am Donnerstag und Freitag oder am Donnerstag, genau, und dann eben den Aussagen von Theresa May am Freitag wieder deutlich unter Druck gekommen ist. Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien gestiegen. Kann man allerdings sagen, das ist vor allem auf die Inflation zurückzuführen und deswegen jetzt nicht wirklich richtig gut. Die Zinsentscheidung aus der Schweiz, da gab es keine Änderungen, auch dass der Schweizer Franken weiterhin als viel zu stark bewertet wird, das steht natürlich auch wieder im Statement, also nichts Neues. Und in Kanada haben wir auch einen relativ hohen Verbraucherpreisindex und die Einzelhandelsumsätze sind auch deutlich gestiegen. Anfangen wir heute mit dem DAX, der hat sich in der letzten Woche doch ziemlich gut erholt. Wie gesagt, es gab in der letzten Woche relativ wenig Störfeuer von den bekannten Krisenherden, nämlich dem Handel und den Schwellenländern. Und von der Warte aus konnte sich denn der DAX dann doch ganz gut erholen. Er ist bis an die 12.440 gekommen. Das war auch insofern ganz gut. Wir hatten ja am Freitag Hexensabbat, also dreifachen Optionsverfall. Und das haben die Marktteilnehmer dann genutzt, um bei knapp 12.400 Punkten abzuschließen. Das war auch das Open Interest. Von der Warte aus hat der Markt alles richtig gemacht. Schauen wir mal, wie es jetzt danach weitergeht. Am Freitag ging es dann erst einmal ein bisschen seitwärts weiter, wie wir hier im Stundenchart sehen. Die spannende Frage ist jetzt, kommen wir über die 12.440 nachhaltig drüber und können die 12.600 anvisieren? Oder gibt es halt aufgrund der neuen Newslage dann doch eher eine Korrektur? Das werden wir am Montag uns genauer anschauen müssen. Auf der Oberseite ansonsten auch noch die große Wolkenkante des Daily Charts bei 12.650 ziemlich wichtig. Kämen wir da drüber, dann könnte tatsächlich ein Test des Abwärtstrendkanals hier geschehen. Bei so 12.880 bis 12.800 dürfte man den erwarten können. Das sehe ich zurzeit aufgrund der Nachrichtenlage dann doch eher kritisch. Es ist also durchaus denkbar, dass wir dann doch wieder eher auf der Unterseite schauen. Schauen wir nochmal schnell zurück auf den Stundenchart, da sehen wir wichtige Unterstützungszone. Natürlich die 12.320 bis 12.280 geht es darunter, könnte es dann durchaus auch in die Richtung 12.150 durchaus gehen. Halte ich also, wie gesagt, für nicht ganz ausgeschlossen, dass es in der nächsten Woche dann doch erstmal Korrektur gibt. Ob es jetzt gleich bis 12.150 geht, das muss man ganz einfach mal sehen, wie sich die ganze Lage weiterhin entwickelt. In China ist am Montag Feiertag. Der TecDAX, der hat in der letzten Woche 3,2% verloren, war damit der große Verlierer. Letztendlich Technologieaktien laufen zurzeit nicht so richtig. Man muss allerdings sagen, dass eben der TecDAX ja von ganz oben kommt, eben vom Allzeithoch bei 3.050 Punkten.
Hat jetzt also doch ein bisschen nachgegeben. Allerdings sieht es jetzt dann doch schon ein bisschen kritisch aus. Also ja, da sollten jetzt die Bullen mal irgendwo eine Möglichkeit finden, das Ganze zu halten. Wenn wir uns das im Daily Chart anschauen, sehen wir, dass wir bei 2795 Punkten die Wolkenunterkante haben. Brechen wir da durch. Ja, dann könnte es schon noch ziemlich tief gehen. Dann könnte es auch durchaus bis Richtung 2625 oder sogar noch etwas tiefer gehen. Sieht also zurzeit nicht so richtig freundlich hier aus, zumal der Blautenkan den Kijun auch schon nach Süden gekreuzt hat. Allerdings jetzt langsam Richtung seitwärts dreht. Vielleicht geht es auch gar nicht so tief, vielleicht gibt es ja eine Stabilisierung. Wir werden es nächste Woche erledigen. Der Nasdaq 100, auch in der letzten Woche, anders als der Tech DAX, durchaus lange Zeit auf Erholungskurs. Am Freitag ging es dann allerdings doch wieder deutlich runter und wir sind wieder an der 7500. Oben 7600 kommt der Nasdaq nicht mehr so richtig hoch. Das All-Time-Hoch oder das All-Time-High bei 7700 doch ein Stückchen entfernt zur Zeit. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, dass wir den Aufwärtstrend hier weiterhin intakt halten. Von der Warte aus, solange wir über 7400 bleiben, ist hier durchaus noch für die Bullen was drin. Brechen wir dadurch, haben wir noch die Wolke so bei gut 7200 und dann nochmal 7165 da. Die Unterstützung und bricht die, dann käme schon die 7000 in den Blick. Der Dow Jones mit einem neuen Allzeithoch am Freitag. Sehr schön hat er das gemacht. Ist jetzt also über 26.800 gestiegen, mal kurz. Der Ichimoku durchaus weiterhin freundlich hier im Daily Chart. Und der S&P 500 noch wilder, schon am Donnerstag ein Allzeithoch und dann gleich noch eins obendrauf am Freitag. Bei 2950 sind wir da inzwischen. Das sind schon sehr schöne Sachen. Wenn wir uns den Stundenchart allerdings anschauen, sehen wir hier eine Top-Bildung. Also hier könnte theoretisch jetzt dann doch eine Korrektur kommen, zumal auch der blaue Tenkan, wenn man mal genau rechts neben die Kurse schaut, gerade den orangefarbenen Kijun kreuzt nach unten. Das könnte also durchaus ein Verkaufssignal sein. Richtig bärig wird es dann unter 2915. Euro-US-Dollar, lange Zeit letzte Woche stark gestiegen, hatte eben auch damit zu tun, dass die Sorgen dieser Welt ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Die sind ja nicht weg gewesen, ne? Aber man hat sie, ja, man hat sie nicht mehr ganz so ernst genommen, sagen wir mal so. Und dadurch ist dann auch der sichere Hafen US-Dollar nicht so gefragt gewesen. Sicherer Hafen US-Dollar. Warum? Nun ja, die USA drucken ihre Schulden eben selber, während die anderen sich eben in US-Dollar verschulden. Also ja, der US-Dollar ist nach wie vor eine wichtige Währung. Dazu kommt aber, dass die Zinsen steigen in den USA. Und ja, dieser Dollar, der also eigentlich ja immer verfügbar ist letztendlich, der schon ziemlich krisenfest ist, muss man da mal ganz klar sagen, als Währung. Und eben eine USA, die, wenn sie Geld brauchen, sich das eben drucken können, weshalb eine Staatsanleihe aus den USA wahrscheinlich nie ausfallen kann, die bringt eben 3% Zinsen, ne? Und deswegen ist es natürlich der ideale sichere Hafen. Das ist ganz klar. Ich kriege also noch richtig eine Rendite raus, obwohl ich eigentlich kein Risiko eingehe. Das findet der Markt natürlich toll und das kann sein, dass der Markt das nächste Woche wieder wesentlich toller findet, als er es in der letzten Woche gefunden hat, wo er dann doch mal Risiko gegangen ist und eben in andere Märkte investiert hat, zum Beispiel in die Aktienmärkte, wie wir ja gerade gesehen haben. Euro-US-Dollar dann also bis 1,18 gestiegen, dann gab es doch mal eine Korrektur, die sich durchaus fortsetzen kann, kann also durchaus eben damit zu tun haben, dass dann Theresa May das eine oder andere erzählt hat, dass der Markt nicht so gerne hört, nämlich dass Großbritannien ungeordnet aus der Eurozone ausbricht. Richtig bärisch wird es auf alle Fälle unter 1,1735, 1,1720, denn wir haben hier, wenn wir mal genau schauen, eine Schulterkopf-Schulterformation, die dann nach unten brechen würde. Und ja, dann wäre die 1,1650 natürlich wieder ein wichtiger Support, aber es kann auch durchaus sein, dass wir doch nochmal die 1,1530 bis 1,1515 wieder erleben. Also hier dann doch einen ziemlichen Absturz haben. Wir sehen im Daily Chart, dass die 1,1570 die Wolkenoberkante wäre, das wäre also ein sehr schöner Support. Ansonsten bleibt, wie gesagt, die Zone so um die 1,1550, 15, 1,1515, so rum, bleibt schon nach wie vor eine sehr wichtige Zone, wie wir hier doch deutlich sehen und schon letzte Woche thematisiert haben. Das britische Pfund hat einen sehr schönen Umkehrstab in Daily Chart hingelegt in der letzten, am Freitag.
auf die Wolken drauf. Das sieht doch ziemlich bärisch aus, auch wenn der Tenkan noch über dem Kijun sieht, liegt. Und jetzt der Ichimoku ZZ, naja, zur Vorsicht mahnt, aber jetzt nicht unbedingt sehr bärisch aussieht. Aber dieser lange rote Umkehrstab vom Freitag, der lässt mich ja dann doch eher vermuten, dass wir hier dann doch eine deutliche Korrektur und Umkehr wieder erleben. Es sieht auch, ich habe hier mal ein Fibonacci Retracement vom großen Abverkauf vom April bis August eingezeichnet. Und da sehen wir, dass diese Erholung eigentlich doch ziemlich korrektiv geblieben ist. Und jetzt hier im Fibonacci Retracement genau an der 38,2% Marke zum Stehen gekommen ist und dort umgekehrt hat. Das könnte dafür sprechen, dass wir die 1,2660 in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche, also in der nächsten Zeit zumindest mal, wieder sehen könnten. Genau dasselbe Bild beim Euro-Britischen Pfund. Da hat es dann am Freitag auch die ganz große Umkehr gegeben. Wir sind sofort wieder an die 90-Cent-Marke dran geschossen. Also wer das zeitig genug erkannt hat, hat richtig Kohle gemacht am Freitag. Damit ist das Ziel 0,8825 erstmal vom Tisch, ganz klar. Und wir könnten jetzt sogar über die 0,91 drüber hinaus schießen, denn die Nachrichten, die wir am Freitag und auch übers Wochenende aus Großbritannien gehört haben, die sind jetzt nicht wirklich bullig fürs britische Pfund. Der FTSE 100 sieht das ganz anders, das ist der britische Aktienindex. Der hat sich sehr gefreut über die Schwäche des britischen Pfunds und glaubt jetzt daran, dass das die Exportchancen stärkt. Wie man allerdings Exportchancen stärkt, wenn man keinen Handelsdeal mit dem wichtigsten Handelspartner, nämlich mit der EU, hinbekommt, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das britische Pfund, ob der britische Aktienindex tatsächlich in der nächsten Woche weiter steigen könnte. Es könnte also sein, dass das Pfund gemeinsame Sache macht mit dem FTSE und beides fällt. Euro, Schweizer Franken, ja, die Schweizer Nationalbank hat es auf alle Fälle mal nicht geschafft, den Schweizer Franken schwächer zu sprechen. Im Prinzip ging es in der letzten Woche eher so seitwärts. Die 1,1180 ist erst einmal ein wichtiger Support auf alle Fälle. Das ist das Monatstief. Fallen wir nämlich da drunter, dann wäre die 1,10, sehen wir gleich noch, Mode auf der Oberseite 1,1345, der wichtigste Widerstand, käme da drüber. Könnte der Euro vielleicht tatsächlich mal den nächsten sehr wichtigen Widerstandsbereich bei 1,1445 bis 1,1480 anvisieren. Insgesamt sieht das allerdings Ichimoku-technisch nach wie vor eher nach der Unterseite aus, unter 1,1180, wie gesagt, dann wäre die Runde 1,10 durchaus ein Thema. US-Dollar, Schweizer Franken, ja, hier haben wir auch zuletzt eine deutliche Korrektur gesehen. Der Schweizer Franken spricht jetzt nicht unbedingt für hohe Zölle, für hohe Zinsen. Das muss man ganz klar sagen. Die Schweizer Nationalbank hat ja die Zinsen bei rekordverdächtigen minus 0,75% den Leitzins gelassen. Von der Warte aus ist der US-Dollar als sicherer Hafen dann eigentlich doch wesentlich attraktiver. Am Freitag hielt jetzt erstmal die Unterstützung bei 0,9550. Der Ichimoku ist ganz klar bärisch. Hier sieht es danach aus, als ob es hier durchaus weiteres Korrekturpotenzial gibt. Fundamental könnte es allerdings sein, dass auch eine Umkehr durchaus denkbar wäre. Da würde ich auch erst einmal darauf warten, wie der Markt am Montag startet. Der US-Dollar-Index übrigens hat schon mal am Freitag eine kleine Erholung hinbekommen, hat aber keinen Umkehrstab hinbekommen. Und wenn wir uns den Ichimoku so insgesamt anschauen, dann sehen wir der hellblaue Nachläufer klar unter den Kursen. Immerhin nicht ganz unter der Wolke. Der blaue Tenkan und der orangefarbene Kijun rechts neben den Kursen zu finden, die beiden Linien, die blaue und die orangefarbene Linie, die zeigen schon weiterhin nach Süden. Allerdings lassen sie in der Dynamik leicht nach. Es könnte also sein, dass es eine Stabilisierung gibt bei 93,70 und es dann eine Erholung gibt. Das würde fundamental zu dem passen, wie ich die Lage ja am Sonntag Nachmittag halt einschätze. Im Swiss Market Index übrigens, da ging es auch nach unten am Freitag, genau nachdem es eine leichte Erholung auch hier gegeben hat in dieser Woche. Ja, der Schweizer Franken bleibt halt relativ stark und von der Warte aus ist es natürlich auch für die Schweizer Wirtschaft nicht ganz so leicht, also die 9.000 wieder verloren, wichtiger Widerstand bei 9.120 und dann bei gut 9.200. Und wichtige Supports dürften vor allem sein die 8.875 und dann
Die 8780, die Wolkenunterkante. US-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, der kanadische Dollar ist deutlich stärker geworden. Hat eben auch mit der geringen Nachfrage nach dem US-Dollar in der letzten Woche zu tun, ganz klar. Wir sind dann wieder auf die 1,29 gefallen, die konnten wir bis jetzt verteidigen. Charttechnisch sieht das eher bärisch aus jetzt. Hier ist also durchaus möglich, dass wir in den Bereich 1,2725 bis 1,2680 fallen. Aber auch hier ist eben fundamental zu berücksichtigen, dass die Lage in den letzten Tagen, auch am Wochenende, nicht unbedingt fröhlicher geworden ist. Und das könnte insgesamt bedeuten, dass hier eben der US-Dollar dann doch wieder stärker wird und diesen Abwärtstrend ein zweites Mal testet und es vielleicht ja schafft. Charttechnisch hier rot eingekreist, blauer Tenkan hat den orangefarbenen Kijun nach unten gekreuzt, eigentlich ein klares Verkaufssignal, das da am Mittwoch gesendet wurde. Die wichtigsten Termine in der nächsten Woche, ja, IFA Geschäftsklimaindex aus Deutschland auf alle Fälle mal schauen, dann der Arbeitsmarkt ist sicherlich ganz interessant. Das Verbrauchervertrauen aus den USA und dann natürlich am Mittwoch, das ist der wichtigste Termin der nächsten Woche, die Zinsentscheidung der Federal Reserve in Washington. Da wird der Markt auf alle Fälle mal vorbeischauen. Ansonsten einige BIPs, so aus den USA, aus Großbritannien und aus Kanada. Naja, was gab es ansonsten noch in der letzten Woche? In der letzten Woche Japan. Die Bank of Japan durchaus so eine leichte Straffung der Geldpolitik stattfinden lassen, könnte man sagen. Denn der Zielzins für die 10-jährige Anleihe, der ist auf 0,2% angehoben worden, war früher mal 0,0%. Man hatte schon zuletzt immer so gesagt, naja, wenn es mal ein bisschen drüber schießt, ist nicht so schlimm. Jetzt hat man im Prinzip offiziell 0,2% gesagt und ja, das ist auf alle Fälle mal eine kleine geldpolitische Straffung auf alle Fälle. Also auch da geht auf alle Fälle der Weg dahin, dass die lockere Geldpolitik so ihrem Ende entgegenstrebt. So kann man das wohl sagen. Allerdings ist die Inflation weiterhin ziemlich niedrig. Neuseeland hat ein gutes BIP gemeldet und in Norwegen gab es eine Zinserhöhung, die war erwartet worden. Allerdings hat die norwegische Notenbank schon die nächste Zinserhöhung für das erste Halbjahr 2019 angekündigt. In der Türkei merkt man, dass die Krise durchaus ihre negativen Seiten hat, also die Währungskrise, 10,2% die Arbeitslosenquote auf 3 Monats Durchschnittsbasis im Juni. In Argentinien ist das BIP in den negativen Bereich gerutscht und zwar ziemlich heftig, 4,2% minus. Im ersten Quartal waren es noch 3,6% plus. Das zeigt also, wie schwer hier Argentinien angeschlagen ist. Und auch das russische BIP hat nicht so zugelegt im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet, 1,0%. Naja, für Russland ist es relativ wenig. Man muss ja immer noch davon ausgehen, dass die Lebensverhältnisse der Russen sehr unterschiedlich sind und es doch sehr viele Russen gibt, denen es jetzt nicht so richtig gut geht. Und da ist dann ein Wachstum von 1% relativ kontraproduktiv. Da bräuchte man schon noch ein bisschen mehr, denn Russland ist, wenn man sich die Volkswirtschaft anschaut, eher ein Schwellenland. Eine Großmacht, militärisch und politisch, keine Frage. US-Dollar, japanischer Yen in der nächsten letzten Woche trotz dieser kleinen geldpolitischen Strafung der Bank of Japan weiterhin bullig gewesen. Könnte auch in der nächsten Woche durchaus so weitergehen, weil wie gesagt, wenn man in japanische Staatsanleihen investiert, wird man auch nicht unbedingt reich. Widerstand, wichtiger Widerstand hier die 113,15 und dann die 113,80. Ja, dann kämen wir schon zum Hoch aus dem November, dann wären wir schon über dem Jahreshoch, genau, und hätten das nächste Ziel bei 114,75, das wollen wir doch dann auch noch erwähnen. Die Wolke zurzeit bei 111 und darunter wäre dann nochmal bei 189 ein wichtiger Support. Würde der brechen, würde ich damit rechnen, dass wir sogar die 108 erleben. Aber wie gesagt, zurzeit ist der Ichimoku dann doch ziemlich bullig und das passt hier sogar fundamental ganz gut zusammen. Ob der Nikkei sich weiter über den billigen Yen freut, das müssen wir mal abwarten. Der Nikkei ist in der letzten Woche deutlich über das Ziel geschossen, das ich mir so vorgestellt hatte, nämlich gut 23.600. Wir waren dann schon mal bei fast 24.000, haben dann noch die 24.215 als Jahreshoch und kämen wir da auch noch drüber. Das wäre dann schon ziemlich stark, dann müssten wir nämlich neue Ziele suchen.
Es ist hier auf alle Fälle so, dass die Allzeithochs noch sehr weit weg sind. Denn wie wir hier im Monatschart sehen, war der Nikkei schon mal bei 40.000 Punkten. Nächstes Ziel wäre dann so um die 26.550 zu finden. Der Neuseeland-Dollar hat in der letzten Woche dann endlich auch mal geschafft, sich ein bisschen in die andere Richtung zu bewegen, hat einen Boden gebildet bei 0,65. Ob der nachhaltig ist, muss man mal abwarten. Wichtiger Widerstand 0,67,20. Dann kommt die Wolke bei 0,68 und dann die 0,6850. Kämen wir da so drüber, dann wäre die Umkehr, glaube ich, geschafft. Solange würde ich da noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, vorsichtig bleiben, denn wenn man mal genau schaut, dann sieht man, dass der blaue Tenkan und der orangefarbene Kijun, da ist der blaue Tenkan immer noch unter der orangefarbenen Linie. Das bedeutet, hier hat es auch noch nicht gekreuzt. Also hier sind die Bullen doch noch ziemlich schwach. Also das kann auch hier durchaus nochmal in die Gegenrichtung gehen, auch wenn natürlich die Erholung am Donnerstag vor allem ziemlich beeindruckend war. Man muss da vielleicht auch noch eben auch hier sagen, natürlich, dass der US-Dollar in der nächsten Woche ja vielleicht deutlich stärker wird und dann also durchaus die Korrektur fortgesetzt werden könnte, weil ein Ziel wäre dann eben so im Bereich 0,6240 bis 0,62 zu finden. Schauen wir auch auf den australischen Dollar, auch wenn es da keine Daten gegeben hat. Ja, der hat jetzt mal angetestet hier den Abwärtstrend zum vierten Mal. Mal schauen, ob er diesmal drüber kommt. Ich vermute, es wird schwer. Wichtig dann auch noch der Widerstand bei 0,7365, auf der Unterseite die 0,7140 und 0,7085. Das bisherige Jahrestief. Sollte es dann doch wieder nach unten korrigieren. Auch hier hat der Ichimoku die Umkehr noch nicht signalisiert. Der orangefarbene Kijun irgendwo dabei 0,7235 und der Tenkan bei unter 0,72. Also da ist die Kreuzung auch noch nicht passiert. Der Tenkan muss über den Kijun. Das ist dann immer ein relativ zuverlässiges, bullisches Zeichen. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, sehen wir, das Ziel 0,6825 bleibt damit erst einmal weiter intakt. Euro-Norweger-Krone, ja. Die Norweger-Krone hat vor der Zinsentscheidung schon deutlich zugelegt gegenüber dem Euro. Als dann die Entscheidung gekommen ist, konnte sich der Euro ein bisschen zurückschlagen. Insgesamt muss man mal abwarten, wie das Ganze hier weitergeht. Wir haben also jetzt bei 59,25 einen Support zu finden. Ob die 0, die 9,46 dann auch noch was zu sagen hat, naja, wichtig wäre dann sicherlich nochmal bei 0, bei 9,39 herum zu schauen. Insgesamt ist der Ichimoku kurze Zeit eher bärisch eingestellt, auch wenn wir noch so in der Wolke drin sind. Aber der blaue Tenkan hat den orangefarbenen Kijun gekreuzt. Von der Warte aus, wenn die 59 fällt, dürfte es hier doch ziemlich tiefere Kurse geben. Vielleicht auch in dem Bereich so 9,23 herum durchaus denkbar. Schauen wir schnell mal auf die Schwellenlandwährungen, Euro-türkische Lira. Naja, es gab ein bisschen Entspannung, ne? Also es gab zumindest mal keine neuen Hiobsbotschaften, was die türkische Lira betrifft, aber mehr eben auch nicht. Wir bleiben weiterhin hier über der 7. Das ist insgesamt nach wie vor jetzt nicht unbedingt ein sehr schöner Zustand für die türkische Lira. Der argentinische Peso hat zuletzt sich ein bisschen erholt, aber auch hier sehen wir, das ist eher Kosmetik. Auch hier muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, das BIP aus Argentinien extrem schwach. Also da ist die Krise sicherlich auch noch nicht überwunden. Anders sieht es beim russischen Rubel aus. Der hat richtig zugelegt in den letzten 14 Tagen und könnte jetzt dann bald auch hier unter die Wolke drunter fallen, also unter 65,50. Wir sehen auch, da rot eingekreist, der Tenkan hat den Kijun gekreuzt nach unten. Das könnte also hier für den US-Dollar-russischen Rubel durchaus bedeuten, dass es hier Chancen gibt auf eine weitere Korrektur. Ja, auch interessant, nicht wahr, dass der Rubel plötzlich so eine Performance hat, obwohl die russische Wirtschaft zurzeit nicht wirklich stark ist. Aber auch der RTS-Index steigt, weil eben der Rubel sich stabilisiert. Das findet der Markt insgesamt erst einmal ein gutes Zeichen. Wir haben hier einen sehr, sehr wichtigen Support bei 1038,50 und sind inzwischen aber so ziemlich über alle Widerstände drüber gekommen. Nächstes Ziel, und das wäre dann auch ein ziemlich wichtiges Ziel, das wäre 1200, kämen wir da drüber, das wäre ganz toll.
Allein der Glaube fehlt mir noch. Dazwischen gibt es übrigens noch einen Widerstand bei 1175. Termine gibt es nächste Woche auch aus Japan, doch so einiges. Und aus China gibt es den Caijin, Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Das wird sicherlich auch interessant. Neuseeland hat eine Zinsentscheidung, wo eigentlich nichts entschieden werden sollte. Gucken wir auch noch schnell auf den chinesischen Markt. Naja, sagen wir mal so, der Yuan hat seinen Schwächeanfall ein bisschen überwunden, allerdings kann er sich auch nicht so richtig erholen. Es geht zurzeit ein bisschen seitwärts und kämen wir der 7 wieder näher, dann dürfte das auch für den Shanghai Composite sicherlich nicht so schön sein. Der hat sich nämlich auch ein bisschen erholt. Der hat am Ende die 6250 verteidigt. Der Tenkan kreuzt gerade den Kijun nach oben. Wir haben den Abwärtstrend, diesen kurzfristigen hier, überwunden. Ja, käme jetzt also die Wolke ins Spiel bei 2850 und dann die 2915. Das ist das Hoch aus dem Juli, war das. Wenn wir da drüber kämen, dann wäre der Shanghai Composite erstmal aus dem Gröbsten raus. Auch hier nach dem, was da jetzt übers Wochenende auch gekommen ist, eben unter anderem die Absage der Handelsgespräche zwischen China und den USA, eben durch China, das dürfte die Märkte eher nicht so sehr erfreuen. Und deswegen bin ich hier auch, was den Chart betrifft, der also zurzeit eher eine Fortsetzung der Erholung signalisieren könnte, da wäre ich da auch erst einmal ein bisschen vorsichtig. China, wie gesagt, am Montag Feiertag, Japan auch im Übrigen. Also in den wichtigsten asiatischen Märkten wird eigentlich erst am Dienstag wieder richtig gehandelt. Schauen wir noch auf den Neuseeland-Dollar, japanischen Yen. Das war nämlich die Währung, die am meisten Bewegung mit hatte. Mit 2,5%. Da dachte ich mir, da zeigen wir das doch mal. Der Yen also ziemlich schwach und der Neuseeland-Dollar seit langem mal hat richtig Kante gezeigt. Hat aber eben den Widerstand da bei 75,20 nicht ganz überwunden. Das wäre das nächste Ziel. Mal schauen, ob das noch gelingt. Dann haben wir den US-Dollar südafrikanischen Rand. Das ist auch beeindruckend. Nachdem der US-Dollar ja lange Zeit sehr stark gewesen ist, gab es in dieser Woche minus 4,2%. Wichtiger Support bei 14 und dann nochmal bei 13,07. Ja, kommen wir so tief oder nicht? Der Ichimoku sagt, ja, es geht weiter so. Wenn wir die Wolke brechen, dann haben wir hier gute Chancen, die 13,07 zu erreichen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gehe ich ja davon aus, dass wir nächste Woche eventuell mehr Dollarstärke sehen, dann würde das Ganze konterkariert werden. Die Kryptowährungen in der letzten Woche durchaus freundlich. Ethereum zum Beispiel hat wieder mal einen Abwärtstrend getroffen, ist allerdings noch nicht drüber gekommen. Und so richtig bullig wird es erst über der Wolke bei 383, während zurzeit sind wir bei 245, haben wir also noch einen ganz schönen Weg vor uns. Die Bitcoins haben sich auch ein bisschen erholt, aber wenn man sich das Ganze so anguckt, dann eher so in einer Seitwärtsbewegung am oberen Ende. Interessant wird es wohl erst bei über 7430. Oh, Ripple hat in der letzten Woche mal richtig einen losgelassen, war zwischenzeitlich schon über 70 Cent. Hat sich dann wieder ein bisschen normalisiert alles, aber insgesamt dann trotzdem einiges an Gewinnen gehalten. Jetzt muss man mal schauen, ob da neue Dynamik wieder kommt, denn die hat dann am Donnerstag und Freitag doch deutlich nachgelassen. Aber insgesamt Ripple, das ja schon scheintot war, das hat auf alle Fälle mal ein Lebenszeichen gezeigt. Bei den Rohstoffen Zink mit 9,3% gewonnen. Das hatte eben dann schon damit zu tun, dass in der letzten Woche doch die Hoffnung zumindest existierte, dass der Markt, dass sich China und die USA zumindest mal über Handel unterhalten und vielleicht auch ja eine Lösung oder zumindest eine Entspannung der Lage bringen. Das hat dann eben auch Rohstoffe letzte Woche deutlich steigen lassen. Also gerade Metalle hier zum Beispiel Zink mit plus 9,3%, nicht viel weniger war es bei Kupfer, 8,3%, hier alles über gerissen. Kämen wir jetzt auch noch über die 2,88 drüber, wären wir auch so fast über der Wolke drüber und könnten eigentlich sogar die 3-Dollar-Marke mal versuchen zu erreichen. Ja, ganz billig ist letzte Woche Holz geworden, minus 18,7%, da sollte vielleicht RWE dann doch nochmal drüber nachdenken, den Hambacher Forst drüber nachdenken, ob man den Hambacher Forst jetzt abholzen sollte, wenn das Holz ja nicht mehr wert ist.
Als Baum, der noch lebt, ist der Wald auf alle Fälle was wert, nicht wahr? Hat was mit Umweltschutz zu tun, Braunkohle eher nicht. Naja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer fairerweise sagen, RWE darf den Wald abholzen. Man hat die Genehmigung, also man kann RWE jetzt nicht irgendwie Rechtsbruch oder irgendwas vorwerfen. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, es wäre schon mal nett zu hören, wie RWE eigentlich mal aus der Braunkohle aussteigen wollte, denn das ist einer der größten Klimakiller, die die Menschheit so produziert. Sei es drum. Okay, US-Öl, also WTI, hat sich in der letzten Woche wieder leicht erholt. Bis 71,20 ist man gekommen, weiter eben dann aber auch nicht. Trotzdem insgesamt bleibt das Ganze hier auch bullig. Insgesamt könnte es durchaus sein, dass es in der nächsten Woche weitere Gewinne gibt. Die Iraner wüten zurzeit unter anderem gegen die USA. Es hat am Freitag war es, glaube ich, oder war es am Samstag, einen Anschlag auf eine Militärparade im Iran gegeben von oppositionellen Kräften. Die Iraner vermuten dahinter Staaten, im Prinzip sunnitische Staaten, die von den USA unterstützt werden. Und man hat da also einen relativ scharfen Ton gewählt. Und auf der anderen Seite hat der Iran auch nochmal ganz klar gemacht, dass man die Raketen und auf diese Raketentechnologie nicht verzichten wird. Das wird also alles in allem von den USA sicherlich eher mit noch mehr Sanktionen beantwortet werden. Von der Warte aus wird wohl der Öllieferant Iran ausfallen. Das könnte also den Ölpreis dann doch eher weiter steigen lassen. Brent ist schon wesentlich teurer wieder, ist schon wieder hier am Jahreshoch bei 80,50. Und bei Brent, da wird es langsam, aber sicher, da wird deutlich, dass wir langsam wieder in den Hochpreisbereich kommen, denn da fehlt jetzt nicht mehr viel, brechen wir über die 80 drüber, dann könnten wir die 90-Dollar-Marke wiederholen. Das war mal ein wichtiger Support aus dem Jahr 2012, bevor wir dann eben in deutlich niedrigere Gefilde bis 30 Dollar zurückgefallen sind. Also seit 2016, Anfang 2016 hat sich der Ölpreis schon mehr als verzweieinhalbfacht. Auch das sicherlich ein interessanter Aspekt. Gold seitwärts in der letzten Woche. Wir kommen nicht so richtig über die 1208 drüber und ich fürchte, das wird auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass Gold in der nächsten Woche deutlich sich erholen kann. Der Widerstand sicherlich eher dann jetzt 1215. Darüber nochmal 1234. Okay, wenn irgendein Marktteilnehmer der Meinung ist, mal in diese Richtung vorstoßen zu wollen, würde ich das jetzt mal durchaus nicht für völlig abwegig halten. Aber insgesamt bleibt Gold, glaube ich, doch eher ein Schwächekandidat. Ziele 1160 und 1122. Neben dem Tech-DAX gab es noch einen Verlierer unter den Aktienindizes. Das war der indische Nifty, der am Freitag vor allem mal ordentlich Schwindsucht bekommen hat. Fragt mich mal warum, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber wir waren mal kurz unter der 11.000 auf alle Fälle. Das sieht hier auf alle Fälle danach aus, dass wir hier eine Umkehr eben hinbekommen haben. Das hier sind alles Daily Charts übrigens gewesen. Seit September geht die Korrektur schon und sie ist offenbar noch nicht zu Ende. Auch der Ichimoku eher jetzt bärisch. Aktie der Woche war Aurora Cannabis. Inc. hat 38,6% gewonnen, muss man auch mal feiern, nicht wahr? Warum ist Cannabis plötzlich so gefragt? In Kanada wird das Ganze legalisiert, der Konsum, und die Vereinigten Käfer bringen dann eben Glücksgefühle auch in der Cannabis-Aktie sozusagen. Auch die Commerzbank hat nochmal ordentlich zugelegt in der letzten Woche, 8,8% mit einem deutlichen Gewinn. Also verabschiedet sich die Commerzbank in die zweite Liga. Sie steigt ja ab in den MDAX und macht Platz für Wirecard, die letzte Woche übrigens ein Minus hingelegt haben, aber nicht ganz so groß wie das von Zalando. Zalando 23,9% hat damit zu tun, dass es mal wieder eine Gewinnwarnung gegeben hat.
Analysten allerdings glauben nach wie vor, dass die Aktie durchaus Potenzial hat. Die Frage ist eben nur, wann. Ja, und das war's dann für diese Woche. Wie gesagt, morgen Feiertag in Japan und China, Dienstag dann in Hongkong. In Asien wird also ein bisschen weniger gehandelt zum Herbstbeginn. Da feiert man eben die bunten Blätter, warum auch nicht. Das soll es für heute gewesen sein. Viel Erfolg in der Woche und bis nächsten Sonntag.